Thema heute. Wie ihr es wahrscheinlich schon in Thumbnail und Titel irgendwie mitbekommen haben könntet, ist ein wenig anders als sonst. Heute geht's ums Thema Religion. Kann ich direkt mal so aussprechen und direkt mal sagen, das ist das Thema des heutigen Parts. Nur mal so als Vorwarnung vornherein. Wen das nicht interessiert, wer über dieses Thema nichts hören will und wer das nicht, wer da mich nicht drüber reden hören will und wen das nicht interessiert, der kann ja gerne jetzt abschalten. Für alle anderen, die das interessiert, die meine Antworten hören wollen auf die Fragen, die ihr mir auf Ask.fm gestellt habt zum Thema Religion, die können jetzt mal gerne dranbleiben. Also, ja, los geht's! Es ist ja ein ewiger Kampf von mir, also bevor ich die erste Frage beantworte, ein kleiner Vorsatz von mir, ein Vorwort. Es ist ja ein ewiger Kampf von mir, im Internet zu erkämpfen, dass es auch mal über Religion gesprochen werden darf. Ich verstehe es nicht, vielleicht gibt es da Gründe für. Ich verstehe, dass es dafür Gründe geben kann, aber ich sehe keine Gründe dafür. Und ja, ich habe erlebt, es gibt im Internet, was ja in dem großen, unbekannten Internet, ja, nee, Spaß, ja, auf fast allen Social Media Plattform, wo ich mich so rumtreibe, gibt es genau zwei Tabus und zwei Themen, die man nicht erzählen darf. Darüber, man kann über alles erzählen, man kann über dies und das und jenes erzählen, aber zwei Themen sind absolut tabu. Da wirst du sofort geblockt und weggestoßen, wenn du eins dieser beiden Tabuthemen beginnst, und das ist zum einen Religion und zum anderen Politik. Zwei Themen, die mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegen, und ja, da kämpfe ich dafür, dass man darüber auch mal reden kann. Ihr werdet im Verlauf dieses Videos auch erfahren, dass Religion vielleicht auch nicht zwangsläufig ein schlimmes Thema sein muss. Also kann natürlich auch zum schlimmen Thema werden, aber muss es nicht zwangsläufig. Oh, die Taschen sind voll. Ich habe die Taschen voll Obst. Das passiert dem Zwergi recht selten. Kommen wir zum Punkt. Die erste Frage heißt, wo ist im menschlichen Körper die Seele? Ja, können wir halt nichts ernten gerade hier, mal um das Spiel reden. Da antworte ich direkt mal mit, ja, bei manchen Menschen ist die Seele scheinbar wirklich im Arsch, kann man wohl sagen. Ja, nee, Spaß beiseite. Manche Menschen sind aber wirklich, ja, ziemlich arschlochmäßig, und ja, manche Menschen, es gibt so viele Menschen, die Böses tun, die so abartig sind, bei denen denkt man wirklich, ja, da ist es wirklich im Arsch, kann man fast so sagen.
Da könnte man jetzt wissenschaftlich rangehen an diese Frage. Ich bin auch kein Theologe, ich kann es euch sagen. Ich kann da euch nicht sonderlich was erklären und euch sagen, so ist es, so, so wird es definiert, so ist die klare Bedeutung davon. Aber so ich das verstehe, ja, die Seele ist kein Organ, würde ich mal behaupten, gerade eben. Das ist nicht wie das Herz oder die Leber, die Lunge, ein fester Bestandteil des Körpers, sondern, oh, der Club ist geschlossen, sondern vielmehr, ja, wie soll ich sagen, das Sein eines Menschen und ja, die Existenz des Lebewesens halt, ist halt überall zwischendrin, im Blut, im Knochen, im Fleisch, halt in allem zwischendrin, ist halt so, ja, nicht ein festes Ding, sondern ist halt nichts Anatomisches, sondern ist halt das, was zwischendrin ist, zwischen was halt nicht fest ist, was halt nicht zum Körper gehört. Man könnte sagen, die Seele ist eine Existenz, die den Menschen bewohnt, als freundlicher, also wenn man das so bildlich darstellt, man kann es natürlich nicht so, eigentlich nicht so bildlich darstellen, aber wenn man es mal bildlich darstellen müsste, um das halt zu erklären, könnte man sagen, halt, ja, so eine Existenz, die halt im Leben der Menschen wohnt und ja, ganz freundlich ist und ja, halt kein parasitäres, gruseliges Wesen, sondern halt so ein bisschen, ja, kein Wesen, aber so ein, ja, ein freundliches Ding da in der Hülle. In der Hülle des Körpers. Ja, der Körper ist das Zuhause der Seele und die Seele ist dann halt in dem Körper drin. Ist jetzt ein bisschen blöd und kompliziert erklärt, aber ich glaube, das kann man auch nicht wirklich unkompliziert erklären. Ja. Man könnte auch sagen, ja, der Körper, also jetzt habe ich mich verfranst. Seele ist auch synonym für Wesen, Charakter, Geist oder Sinn. Ist halt so Charakter, kann man sagen, so der Charakter eines Menschen. Ist halt ein religiöser Begriff. Der Begriff Seele ist halt so ein bisschen, ja, Geist in einem Menschen. Also das, was dich ausmacht, halt nicht nur die Schuppen auf deinem Kopf und die Haare, die langsam ausfallen, der Kopf, der zur Glatze wird, die schiefen Zähne, sondern ja, das, was dich halt ausmacht, was innen drin, was gerade hier zum Beispiel an mir redest, das halt, was halt so, ja, ist nicht das Herz, ist nicht das Hören, es ist halt irgendwie, ja, man könnte es durchaus sagen, ja, Wesen, Charakter, könnte ein Begriff für Charakter werden. Ja, ich sag's immer so gut, die Seele kommt gut ohne den Körper zurecht. Die kann auch so weiterleben, glaube ich zumindest so, denke ich es so, ist meine Perspektive von der Sache. Aber der Körper, der kommt nicht ohne Seele zurecht. Und ja, da der Körper auch das Zuhause von der Seele ist, muss man den Körper gut behandeln und ja, das Zuhause von der Seele pflegen, weil sonst fühlt die sich dahin da nicht gut, die Seele, und wenn man den Körper vernachlässigt, dann geht's einem auch nicht gut. Das ist dann auch der Seele nicht sehr zuträglich. Ja, habe ich die Frage jetzt irgendwie ein bisschen zusammengestammelt und zusammengetragen. Ganz kompliziert und
Gut erklärt. Ja. Ich spaziere mal ein bisschen durch die Gegend, während ich die Fragen beantworte heute. Nur mal ein bisschen spazieren. Die nächste Frage. Gibt es eine Nähe, die man nicht beschreiben kann? Leute, ihr stellt Fragen, auf die auch sonst keiner kommt. Das kann man sich doch nicht ausdenken. Das ist, sieht man auch, dass die Zuschauer fragen, wie ich von Zuschauern komme, weil sowas kann ich mir nicht ausdenken. Solche Fragen kommen nicht aus meiner, die stammen nicht aus meiner Feder. Das kommt nicht, das kann nicht von mir kommen. Ja, gibt es eine Nähe, die man nicht beschreiben kann? Ich glaube ganz einfach, ja, gibt es. Ja, ich kann nur von meinem Glauben erzählen, von meiner Ansicht der Sache erzählen. Ich kann euch nicht sagen, so, ist es wahr und das ist nicht anders. Ja, das ist die Wahrheit. Ich sag's ganz schlicht, ich habe die Wahrheit auch nicht für mich gepachtet. Ich kann auch nicht sagen, das ist Fakt, das ist Regel, das muss so sein, das ist das einzig Wahre. Gerade in Sachen Glauben, also die Themen des Glaubens sind Themen, die sich weitestgehend in Richtung Spekulationen bewegen. Da muss man halt einfach an glauben und da hat man eine gewisse Sache. Jeder legt das für sich aus und der eine glaubt das eine, der andere glaubt das andere. Und in Sachen Glauben gibt es viele Sachen, die halt einfach nicht bewiesen sind und da kann man dran glauben, aber muss man eben auch nicht. Ich für meinen Teil glaube, kann ich ganz offen sagen, an, das klingt ein bisschen schnulzig, aber ich glaube an die Liebe, ne? Die Liebe, 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 so spricht man das aus. Nicht dahin duscheln. Hat man im letzten Part, also letzte Fragerunde, ging zum Thema Liebe. Ja, man könnte auch sagen, die Liebe Gottes. Ja, was vielleicht auch schon so ein bisschen das Thema anstößt, so ein bisschen anschneidet. Ja, eine Nähe, die einfach da ist, halt auch die Liebe eines Gottes, der für jeden ein Vater ist, halt auch so die Nähe des Vaters, dass immer einer da ist, der den du Vater nennen kannst und zu dem du hochgucken kannst und aufblicken kannst und dem dich anvertrauen kannst. Ja, eine durchaus gute oder schlechte liegt an jedem einzelnen Vater-Sohn-Beziehung, könnte man das fast nennen. Also halt, ja, eine Nähe von einem liebenden Vater zu seinem Sohn, so könnte man es durchaus ausdrücken. Da ist jemand drin, besuchen wir mal. Ja, die man nicht beschreiben kann, ja. Nee, die man nicht beschreiben kann. Da sage ich, ja, viele Menschen finden für das, diese Nähe, die sie womöglich spüren oder empfinden, keine Beschreibung. Also sie können das nicht erklären. Manche tun es, manche finden dafür eine Beschreibung, manche geben dem einen Namen und nennen es Buddha, nennen es Jahwe, nennen es Allah, Gott, das Spaghetti-Monster. Manche nennen es Vater. Und letztendlich kann es ja keiner, wie schon gesagt, zu 100% erklären und definieren und beschreiben. Also es ist immer, wie schon gesagt, im Glauben hat es so ein bisschen was mit dem eigenen Gefühl und so dem eigenen Denken zu tun und viel auch mit dem Gefühl, was so man selbst empfindet und sagt, ja, das will ich auch glauben, das ist so meine Ansicht der Sache und ja,
Das finde ich so. Das viel mit finden. Das Wort finden ist da, glaube ich, sehr gut. Ich finde das so. Ja. Ich für meinen Teil zum Beispiel nenne das S, also das, diese Nähe, dieses S, dieses, was man nicht beschreiben kann. Also für meinen Teil als Vater, ich nenne ihn Vater, ich nenne es Vater, ihn, also er, sie, es, ist eh alles, es ist, ja, relativ, nicht bewiesen, aber wenn ich Vater sage, sage ich ihn, also für mich ist es ein Vater, der Vater, der auch bei mir ist und auch bei dir ist und bei allen ist. Und ja, auch da ist, wenn es dir schlecht geht und immer bei dir ist, immer mit dir ist und zu dem man auch sich anvertrauen kann und dem man auch, ja, Gutes und Schlechtes sagen kann, dem man auch anschimpfen kann und sagen kann, ja, Vater, warum lässt du das zu? Was ist denn, warum, das ist, warum muss ich das denn hier durchstehen? Was ist denn hier, das ist, warum, wie, warum lässt du mich als dein Kind ja im Stich? Oder warum lässt du das zu, dass es mir schlecht geht? Was, warum machst du nicht, dass alles gut wird und ja, besserst meine Situation? Man kann seinem Vater, ist ja wie auf, ich sehe es so, ist wie auf der Erde, wie auf dem, in der Welt. Man kann seinem Vater, auch einfach seinem Papa, auch wenn man eine gute Beziehung hat zu ihm, was anvertrauen und ihm sagen, ja, mir geht's schlecht, mir geht's gut. Man kann Gutes und Schlechtes anvertrauen. Wie ihm kommen, wenn man Sorgen und Nöte hat. Aber auch, wenn man, ja, für etwas Danke sagen will und mal, ja, das Leben loben will, mal Danke sagen will für das, was war, was schön war, was toll war. Heute hatte ich einen genialen Tag. Ganz viele schöne Sachen erlebt zum Beispiel. Und ja, eine wundervolle Zeit und dafür will man einfach Danke sagen und es loben. Ja, für Lob, aber auch für, ja, für Trauer, für Wut, für alle Emotionen, die man so hat, die kann man einfach mal da raushauen und sagen, ja, ich vertraue es dir an, ich vertraue es meinem himmlischen Vater an. Kann man so sagen. Und im Gespräch halt kann man da sich ausreden. Ja, er antwortet nicht immer, kann man so sagen, aber es ist auch was, also es ist was Psychologisches. Ich kann auch da aus Erfahrung reden. Ich weiß nicht, ob man das in so einem Video sagen sollte, aber drauf geschissen, ich sag's jetzt einfach. Ich war auch mal beim Psychologen und ich kann sagen, ja, kommt jetzt hier alles raus. Ist ja nichts Schlimmes. War schon jeder mal irgendwann mal zum Psychologen. Gibt so viele Leute, die zum Psychologen gehen. Tut jetzt mal nicht so, als wäre es was Außergewöhnliches heutzutage im 21. Jahrhundert. Jedenfalls. Ich kann auch sagen, dass es auch mal gut tut, mal zu reden, einfach nur zu reden und einfach mal alles rauszuhauen und einfach mal, ja, vielleicht nicht unbedingt gleich eine Antwort zu kriegen, sondern einfach mal das zu formulieren, was einem auf dem Herzen liegt und halt einfach mal, ja, dass es gut tut, mal zu reden. Und das kann man gut mit seinen Eltern, das kann man, also mit Mama und Papa, das kann man gut mit einem Onkel, mit einer Freundin, manchmal braucht man dafür einen Psychologen, wenn es halt ein bisschen tiefer und ein bisschen schlimmer reingeht. Und manchmal, also mancher kann das auch mit seinem himmlischen Vater, mit, ja, Gott,
kann man sagen. Ich tue das immer gerne und ja, bin da dabei. Und da kommen wir zur nächsten Frage. Betest und fastest du? Ja, können wir gleich weiterreden, können wir gleich den Faden übernehmen von der letzten Frage. Das ist hier immer schon sehr gut von mir gestrickt. Ihr seht's. Ich suche mir die Fragen mal so aus, dass sie auch irgendwie zueinander passen und einen roten Faden durchs Video ziehen. Rot ist auch das Lämpchen hier in meinem DS. Der könnte bald ausgehen. Ja, in gewisser Weise kann ich sagen, ja, bete ich schon. Aber ich bete nicht so vorgefasste Sprüche, halt irgendwie solche vorformulierten Sachen, die halt irgendwo in einem Gebetsbuch drin stehen. Ich leier da nicht irgendwelche Sprüche vor mich hin und knien, bänken. Und mache ich schon, also wenn ich in die Kirche gehe, wird das schon vorkommen, aber das mache ich nur sehr ungern und privat, so in meiner Freizeit auch eher weniger. Ich sehe es eher so als Gespräch, wie schon erwähnt, wie man das halt machen kann. Zu meinem Vater, also zu meinem himmlischen Vater, und dann formuliere ich halt meine eigenen Sprüchlein und hau nicht irgendwelche vorformulierten hier Gebete und sonst was Sprüchlein raus, sondern sprech halt so, wie ich es zu meinem Papa, halt zu meinem Vater, also hier, der hier mit mir unter einem Dach wohnt, reden würde. Und ja, ich bete auch nicht jeden Tag. Das ist halt einfach, kann man wirklich so sagen, wie mit meinem Papa hier. Ihr geht ja auch nicht jeden Tag zu eurem Papa und redet mit ihm. Das ist ja ganz normal. Das ist, manchmal hat man einen schlechten Tag und hat keinen Bock drauf zu reden mit dem. Also manchmal will man mit seinem Vater einfach nicht reden und hat keinen Nerv dazu. Und ja, manchmal hat man etwas, was man jemandem anvertrauen muss. Manchmal will man mit seinem Vater reden und manchmal weniger, manchmal mehr. So ist es halt. Und so läuft das auch. Und dann sagt man das auch frei heraus und braucht dafür keine Formel oder keine Spruchreihenfolge, sondern redet man es einfach, dann sagt man: Vater, mir geht's heute besonders kacke, das und das war los, oder ja, mir geht's heute sehr schön, war eine richtig geile Zeit und dafür möchte ich mal Danke sagen. So oder so ähnlich klingt das dann und das ist dann ganz ehrlich und ganz authentisch und hat dann nichts mehr mit irgendwelchen Gebeten hier. Heilige Mutter Gottes Maria, bitte für uns Sünder und so weiter zu tun. Da ist dann halt was Eigenes und da legt man auch was Eigenes mit rein und sagt dann halt auch, wie es wirklich ist. Ja. Ich würde die nächste Frage jetzt nicht mehr mit reinnehmen. Das passt jetzt hier gerade nicht wirklich gut rein. Ich könnte auch so einen kleinen, kann man so sein, nennen, so einen kleinen Fun Fact einfügen. Ich wurde katholisch erzogen. Ich bin in der katholischen Kirche aufgewachsen und bin katholisch groß geworden, auch von meinen Eltern so erzogen worden. Katholisch kann man ja mehrfach erzogen werden, es gibt ja nicht nur diesen Klischee-Katholiken, sondern es gibt halt wieder Klischees von allen Sachen. Es gibt halt auch nicht nur ein Klischee Deutschen oder ein Klischee Türken oder ein Klischee Italiener oder ein Klischee Franzosen oder weiß der Geier was,
So ist es auch bei der Gattung Katholik. Tja. Wurde ich katholisch also erzogen und wurde getauft im frühen Alter. Später gab es dann die sogenannte Erstkommunion. Kann man alles mal nachschlagen, muss jetzt nicht großartig erklären. Also kann man mal Wikipedia betreiben. Dafür mal Wikipedia anstrengen. Ja, laufen mal wieder ein bisschen rum. Und dann wurde ich auch gefirmt. Eine Firmung kann ich vielleicht ein kleines bisschen erklären. Das ist halt kurz gesagt so ein bisschen die Taufe, bloß halt dann nochmal als ja, fast Erwachsener, als Jugendlicher, entscheidest du dich dann halt nochmal dafür. Dann sagst du halt, ja, ich wurde nicht nur damals als Baby von meinen Eltern getauft, sondern ja, ich finde es auch gut so. Ich identifiziere mich auch damit, ja, ich möchte ein Katholik sein, ich möchte die Kirche angehören, ich möchte ja, gläubiger sein, ich möchte ja, ja, ich bin's. Und dann geht der 3DS aus. Ja. Der Fun Fact, wie soll ich den jetzt hier mal im Dunkeln mal noch hinterher schlagen? Firmung, mittlerweile gibt es das glaube ich nicht mehr. Das wurde kurz nach meiner Firmung abgeschafft. Bei meiner Firmung durfte ich mir einen Namen aussuchen. Das ist so ein Firmennamen, den man so als ja, Namen für sich so nehmen konnte, so ein Heiligen sollte man sich aussuchen, den man dann als Vorbild nimmt und für sein Handeln so auslegt. Das haben nicht viele gemacht, das war glaube ich auch nur in unserer Gruppe so, dass wir uns das so gemacht haben. Das ist nicht weit verbreitet und mittlerweile glaube ich auch ganz weg. Das ist halt so ein bisschen was wie, könnte man vergleichen mit einem Ordensnamen, wie halt ein uns Bruder und uns Schwester, Mönch oder Nonne, wenn man es halt so ein bisschen auch wieder als Klischeefigur betitelt, heißt ja eigentlich uns Bruder und Schwester, aber das ist eine andere Geschichte. Kann man auch Vorträge drüber halten. Punkt der Sache ist, ich habe mir den Namen Georg gegeben, nach dem, ja, kann man sich fast schon denken, nach dem heiligen Georg. Und ja, versuch mal nicht so sehr in die Geschichte des Heiligen zu gehen. Heiligen Geschichten kann man auch im Internet mal herausfinden. Jedenfalls, ja, könnt ihr mal recherchieren, was der heilige Georg so gemacht hat. Und ja, da habe ich so meine Figur gefunden, meinen Namen halt, ja, Nomen est Omen. Der Name ist ein Zeichen. Name hat eine Bedeutung, das war Latein. Und ja, dann habe ich mir mit diesem Namen dann auch ein Programm geschrieben und ja, da beende ich das an dieser Stelle mal ganz schnell und habe das mal kurz, sonst werdet ihr schon im Dunkeln ein bisschen was. Ich hoffe, das Dunkel war ein bisschen unterhaltsam für euch. Ja, so ungefähr. Ja, da wisst ihr jetzt auch ein bisschen mehr über mich. Kommt so einiges raus bei diesen Fragerunden. Aber ja, das wird nicht gut. Aber egal. Du mich nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, kein weiteres Video mehr, mit dem ihr zwingend was verpassen wollt. Ich mache jetzt hier fertig und es ist spät. Ich mache mich in der Haie. Adios, habt einen angenehmen fürstlichen Tag, Mittag oder Abend oder Nacht. Macht's gut. Ciao, ciao.